Verrückt. Au. Hier sind wirklich keine mehr dran. Verdammt! Heute bin ich auf der Suche nach Wildheidelbeeren, deswegen stehe ich hier schon in der Wildnis. Allerdings befinde ich mich echt eigentlich neben meinem Wohnhaus. Wenn du da mal nach hinten filmst, dann siehst du, dass ich da wohne. Vielleicht kannst du ranzoomen, dann sieht man das nicht weit weg. 50 Meter, 100 Meter oder so. Das ist unser Haus, hier wohne ich. Da wachsen sogar die Wildpflanzen auf dem Dach. Das müssen wir mal neu machen, das Dach. Ist ein bisschen viel Moos drauf. Wir machen uns auf den Weg, denn ziemlich nah am Haus dran sind echte Wildheidelbeeren. Und echte Wildheidelbeeren unterscheiden sich enorm von Kulturheidelbeeren. Also wenn du denkst, Blaubeeren sind der Shit, dann hast du noch nie Wildheidelbeeren gesehen. Hier sind Wildheidelbeeren. Das alles, ich weiß nicht, von da bis da hinten ein bisschen mit Farn überwachsen, ist halt wild. So, ne? Und hier erkennst du die eigentlich, erkennt man die an den Blättern. Es ist sehr, sehr bodennah, also nicht wie Blaubeeren, die ja so hoch werden. Was mich wundert, ist die Wildheidelbeerzeit schon vorbei? Es ist jetzt Ende Juli, eigentlich war es hier ziemlich voll. Also die beste Zeit ist auf jeden Fall Juni, Juli bis Ende Juli. Es ist jetzt natürlich ein bisschen mau, dass an dieser Stelle nicht mehr so viele dran sind. Ah, hier habe ich was. Pass auf, hier sieht man es. Die Wildheidelbeere. Hier kannst du mal zeigen. Diesen Sommer wird es bald auch einen Drink geben mit echten Wildheidelbeeren. Seid also gespannt. Hier seht ihr auch nochmal die Farbe. Von innen sind sie nicht weiß, sondern haben halt eben diese lila Farbe. Nicht nur wie Blaubeeren von außen, sondern auch von innen. Und je höher man hier noch den Berg hoch geht, desto mehr findet man eigentlich. Aber hier ist auch schon ziemlich gut. Weil wir hatten einen relativ harten Winter. Das ist voll wichtig für Wildheidelbeeren, dass die einen harten Winter haben und dann einen heißen Sommer. Also das sind perfekte Bedingungen gewesen dieses Jahr. Geh noch mal weiter. Also das ist ja unser Waldgrundstück. Wir haben hier, ich glaube, 35 Borkenkäfer befallene Fichten gefällt vor ein paar Jahren. Und wir lassen das einfach so, wie es ist, wieder wachsen. Deswegen sieht man hier ziemlich dicht quasi kleine neue Bäume. Man hat hier noch eine Buche, eine Birke, hier ist eine Haselnuss. Und die fallen dann hier wieder runter. Deswegen sieht es relativ wild aus. Ja, das ist unser Dschungel hier. Vielleicht sind da oben ein paar. Hier sind schon welche. Sehe ich direkt. Guck mal hier. Also die sehen so aus, nicht wie Blaubeeren so weit hier oben, sondern sind sehr bodennah, Wildheidelbeeren. Kleine grüne Blätter. Und wenn du hier mal rankommst, siehst du die Beere. Hier sind sie. Und die sind, muss ich echt aufpassen mit meiner Kleidung, schon beim Abpflücken ist es lila. Und wenn man die zerquetscht, dann sieht man richtig,
Ja, die sind nicht weiß von innen, sondern sehr dunkel. Was haben wir jetzt? Juli. Juli ist eine gute Zeit für Wildheidelbeeren. Hier sind richtig viele. Weißt du, was wir jetzt noch machen, weil es jetzt gerade Beeren gibt? Wir gucken noch mal nach anderen Beeren. Hier halte ich kurz wieder an. Hier sind noch mehr Wildheidelbeeren, die ich essen kann. Hey, Post-Production Janis hier. Wir konnten leider keine anderen Beeren mehr finden, aber wir haben umso mehr Wildkräuter im Garten entdecken können. Weil wir das hier nicht mehr alles in dieses Video reinmachen möchten, gibt es das alles in einem anderen Video zu sehen. Also lasst uns gerne ein Abo da und seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Aho.